die Ursache des jetzigen Konflikts im Nahen Osten auf einen einzigen Zeitpunkt und einen einzigen Sachverhalt zu verkürzen, nämlich das Massaker und die Geiselnahmen am 7. Oktober, führt in die Irre, absichtlich oder unabsichtlich. Südafrika hat am 29. Dezember vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag Anklage gegen Israel erhoben und Maßnahmen zum Schutz der palästinensischen Bevölkerung im Gazastreifen gefordert. Die Klageschrift holt weit aus und stellt das Verhalten Israels gegenüber den Palästinensern, Zitat, in den größeren Kontext aus 75 Jahren Apartheid, 56 Jahren Besetzung der Palästinensergebiete und 16 Jahren Blockade des Gazastreifens. Zitat Ende. Wer Lösungen sucht, muss in die Geschichte zurückgehen und das Unrecht der Vergangenheit offenlegen. Dies sagte Karin Leugefeld, Journalistin und freie Korrespondentin im Mittleren Osten, bei der Diskussionsveranstaltung am 18. April in Kassel zum Thema »Wie ist Frieden in Palästina möglich?« Im Folgenden hören Sie den Mitschnitt von Ihrem Vortrag. Das, was ich berichten kann, ist Ergebnis von Diskussionen, Gesprächen, Fragen und nochmal Fragen mit Leuten, wo ich das Glück habe, dass ich sie kenne oder treffen kann, im Libanon oder in Syrien oder in anderen Ländern der Region. Insofern mache ich eigentlich nur meine Arbeit als Journalistin und Berichterstatterin. Und es ist in gewisser Weise auch ein Privileg, dass die Menschen mit mir sprechen. Das ist auch nicht selbstverständlich. Ich bin froh, dass ich das vermitteln kann, was ich lerne. Und heute Abend wird es ein bisschen anstrengend. Ich versuche, die Vorgeschichte dieses aktuellen Krieges darzustellen. Und das hat auch viel mit uns zu tun, mit Europa. Wenn man sich fragt, wie ist Frieden in Palästina möglich, dann muss man auch mal in den Spiegel gucken und sagen, welche Rolle spielt denn da Deutschland? Welche Rolle spielt denn da Europa? Und die unverbrüchliche Freundschaft der Deutschen mit den USA. Und ich glaube, das ist eigentlich eine Aufgabe, die man hier hat. Eigentlich die Aufgabe einer Friedens- oder fortschrittlichen Bewegung in Deutschland, dafür zu sorgen, dass die Menschen dort eine Möglichkeit haben, überhaupt ihren Weg zu gehen, ihren Weg zu finden, wie immer sie das auch machen wollen. Denn daran werden sie seit langem gehindert und dabei spielt Europa eine wichtige Rolle. Wir haben im Augenblick die Situation, Israel hat, ohne sich dazu zu bekennen, das iranische Konsulat in Damaskus bombardiert. Das liegt in einer bewohnten Gegend, große Straße dabei. Das Konsulat liegt direkt neben der Botschaft und auf der anderen Seite liegt ein Krankenhaus. Und daneben ist dann auch die kanadische Botschaft. Und das ist einfach ein ganz dicht besiedeltes Gebiet. Da haben sie bombardiert mit 16 Toten, 7 davon aus dem Iran, von den Revolutionsgarden. Und der Iran hat versucht, vom Sicherheitsrat eine Verurteilung dieses Angriffs zu erreichen. Israel hat sich ja nicht dazu bekannt, das heißt immer mutmaßlich hat Israel das gemacht. Wer sonst soll es denn gewesen sein? Also Israel bombardiert in Syrien seit 15 Jahren und länger. Und das ist völlig klar, auch die Amerikaner sagen, es war Israel. Der Sicherheitsrat hat wegen des Vetos von den USA keine Verurteilung abgegeben. Was natürlich eine große Schwäche ist des Sicherheitsrates, denn es ist ein ganz klarer Verstoß gegen internationales Recht, eine diplomatische Vertretung eines anderen Landes anzugreifen. Daraufhin hat der Iran gesagt, wir werden uns jetzt das Recht auf Selbstverteidigung nehmen und sie haben am vergangenen Wochenende einen Angriff gestartet, der angekündigt war. Alle konnten sich gut darauf vorbereiten. Die Amerikaner, die Israelis, die Länder, die betroffen waren, wurden informiert, dass über ihr Gebiet Drohnen und Raketen Richtung Israel fliegen werden. Also das war vor allen Dingen Irak, Syrien und Jordanien. Und entsprechend war das Ergebnis. Die meisten wurden abgefangen von einer großen Allianz. Israel, USA, Frankreich, Großbritannien und Jordanien hat sich auch daran beteiligt.
Was nicht berichtet wurde, war, dass tatsächlich auch zwei Militärbasen in der Negev-Wüste getroffen worden sind von Raketen, die durch diesen Abwehrschirm hindurchgekommen ist. Und nun geht es darum, wird Israel zurückschlagen und wenn ja, wie? Über diese ganzen Geschichten vergessen die Medien auch zu berichten, was im Moment im Gazastreifen passiert. Weitere Angriffe, weitere Zerstörung. Ein Flüchtlingslager wurde wieder angegriffen. 71 Tote an einem Tag, das ist schon fast normal. Das sind jetzt mittlerweile fast 34.000 Tote. Und der Sicherheitsrat hat sich heute wieder mit Palästina beschäftigt, wo man immer wieder hört, wie die Situation ist. Aber es geschieht nichts von denen, die auf Israel einwirken können, etwas zu tun. Das würde bedeuten, keine Waffenlieferungen mehr an Israel, Israel unter Druck zu setzen, möglicherweise auch mit Sanktionen, endlich eine Verhandlungslösung mit den Palästinensern einzugehen. Eine Friedenskonferenz, eine regionale Konferenz für Sicherheit und Abrüstung. Es gibt da eine lange Liste von Dingen, die getan werden können, aber es geschieht nichts. Israel wird nicht gestoppt. Das ist die Situation heute, aber die Frage ist, wie ist es dazu gekommen? Darüber möchte ich heute sprechen. Also wir hatten den 7. Oktober mit diesen vielen Raketen aus dem Gazastreifen auf Israel. Und Israel war offensichtlich oder absichtlich nicht vorbereitet. Aber was das für die Palästinenser bedeutet, ich war zu dem Zeitpunkt in Damaskus und habe auch gleich die Möglichkeit gehabt, mit jemandem von einer Gruppe, die daran beteiligt war, also von der Volksfront zur Befreiung Palästinas, darüber zu sprechen. Und er hat gesagt, es geht um unsere Existenz, es geht um die Freilassung der Gefangenen und um eine Perspektive für die Palästinenser, politisch Wahlen, neue Regierung, neue Pläne und so weiter. Und das hier sind die Bilder, die wir auch gesehen haben. Also hinter dieser Gruppe von etwa 1500 Kämpfern kamen ganz viele andere Leute durch den zerstörten Zaun und haben das gefeiert als einen Ausbruch aus dem Gefängnis von Gaza. Ich glaube, wir haben auch vergessen, welche Situation in Gaza eigentlich geherrscht hat zu dem Zeitpunkt. Seit 17 Jahren unter totaler Blockade von Israel. Mehr als 2 Millionen Menschen, Jugendliche, die keine Perspektive haben. Also egal, wen ich gefragt habe, ob Syrer waren oder Palästinenser und egal, welche Position sie hatten, alle haben gesagt, das war wie ein Ausbruch aus dem Gefängnis. Auf der anderen Seite hatten wir die zerstörten und überfallenen Dörfer der Israelis. Und der Plan war, es gibt auch eine Erklärung von der Hamas dazu, in Englisch, man kann sie im Internet lesen, Geiseln zu nehmen, um mit diesen Geiseln Gefangene freizupressen. Und es sollte eine Militärbasis, die für die Kontrolle und Überwachung des Gazastreifens zuständig ist, die sollte zerstört werden und die dortigen Soldaten sollten getötet werden oder als Geiseln genommen werden. Die israelische Seite reagierte, der Staat, also die Armee, reagierte umgehend mit einer massiven Bombardierung des Gazastreifens am gleichen Nachmittag. Und Netanyahu, der Premierminister, hat keinen Zweifel dran gelassen, dass er die Hamas eliminieren will, obwohl es de facto eine Allianz von 7 verschiedenen oder 8 verschiedenen Organisationen ist, die sich an dieser Aktion und Operation beteiligt haben. Das Flüchtlingslager Jabalia wurde immer und immer wieder bombardiert. Die Menschen leben da ganz dicht zusammen. Und an einem Tag, also innerhalb von 24 Stunden, war es direkt 2-mal bombardiert worden. Man sieht diesen riesigen Krater, das ist das Ergebnis einer 2005-Pfund-Bombe und davon sind viele im Gazastreifen abgeworfen worden. Die Waffen kommen aus den USA und aus Deutschland. Und das hier, die Massengräber, sind mittlerweile Alltag in Gaza geworden. An Weihnachten gab es einen Protest der palästinensischen Christen in Bethlehem. Sie haben hier so eine Krippe aufgebaut. Etwa 1% der Bevölkerung im Gazastreifen sind palästinensische Christen. Die hatten sich in 2 Kirchen und in den Anlagen der Kirchen in Sicherheit gebracht, sind aber auch dort angegriffen worden und auch von Scharfschützen erschossen worden. Und der Pater von dieser Kirche in Bethlehem, der hat an Weihnachten eine Rede gehalten, die man auch im Internet anhören kann. Und er hat ziemlich klar auch die Christen in aller Welt dafür kritisiert, dass sie ihnen noch nicht mal verbal zu Hilfe kommen. Eine sehr bewegende Rede, in der viel enthalten ist,
wie diese Menschen sich auch fühlen angesichts des Schweigens der westlichen Welt. Das Kriegskabinett wurde ja noch am gleichen Tag oder am nächsten Tag gegründet. Wir haben im Kriegskabinett Netanyahu und den Yoav Gallant, den Verteidigungsminister, und Benny Gantz, der ja eigentlich ein politischer Opponent ist von Netanyahu, obwohl er de facto, deswegen ist er auch Teil des Kriegskabinetts, die grundsätzlichen Entscheidungen mitträgt. Aber je mehr Zerstörung, je länger der Krieg, desto mehr haben zum Beispiel die Angehörigen der Geiseln auch protestiert und opponiert und gesagt, ihr müsst etwas tun, damit unsere Angehörigen zurückkommen, verhandeln, nicht schießen, nicht bombardieren. Es gab Ende November letzten Jahres ja einen einwöchigen Waffenstillstand, verhandelt von Ägypten, Katar mit Israel und den USA. Und da kam ungefähr die Hälfte der entführten Israelis frei, vor allen Dingen Frauen, Kinder, ältere Leute, Kranke, über 100. Und auf der anderen Seite kam etwa die doppelte Menge Palästinenser aus den Gefängnissen frei, Frauen, Kinder, vor allen Dingen Jugendliche. Aber seitdem gibt es keine Veränderung und diese Forderung nach Waffenstillstand jetzt oder dass die nach Hause kommen sollen, ist zwar präsent in der Öffentlichkeit und auch auf den Demonstrationen, die wieder zugenommen haben, innerhalb von Israel gegen Netanyahu, aber ohne Ergebnis. Die Waffen kommen vor allen Dingen aus den USA und an zweiter Stelle aus Deutschland. Italien sagt, sie hätten Teile der Waffenlieferung eingestellt und Kanada auch. Das SIPRI, dieses Stockholmer Friedensinstitut, die kommen auf eine Lieferung von 99% aller Waffen an Israel nur aus den USA und Deutschland. Ein Drittel der Waffen, die da eingesetzt werden und der Munition und der Überwachung und der Technologie wird aus Deutschland geliefert, nach wie vor. Aus einem Wirtschaftsministerium, wo Sven Giegold derjenige ist, vielleicht erinnern Sie sich, er war früher eine Koryphäe von Attac, der im Europaparlament gesessen hat und jetzt die Waffenlieferungen abzeichnet im Wirtschaftsministerium. Und ich denke, dass die Stimmen gegen die Waffenlieferungen aus Deutschland nach Israel lauter werden müssen, auf jeden Fall. Und man muss dazu auch sagen, dass die Europäische Union über ein Förderungsprogramm die Entwicklung von Drohnen und Drohnentechnologie in Israel finanziert, seit Jahren schon, die jetzt auch im Gaza-Krieg eingesetzt und ausprobiert werden. Das heißt, dieser Krieg ist auch in vielerlei Hinsicht ein Test, was die Welt dazu sagt, was den Menschen da angetan wird. Wie viele Palästinenser können getötet werden, ohne dass Israel dafür zur Rechenschaft gezogen wird. Wenn wir über diese Situation und über diese Region sprechen, es hat ja nicht am 7. Oktober angefangen, dass die Palästinenser versuchen, ihr Land zurückzuerkämpfen, sondern es hat eine lange Vorgeschichte. Man kann sicherlich noch weiter zurückgehen. Ich gehe mal nur ins 19. Jahrhundert, als die großen europäischen Kolonialmächte Frankreich und Großbritannien im Wesentlichen eine Rolle spielten und Großbritannien vor allen Dingen das Gebiet zwischen dem Mittelmeer und dem Golf von Bengalen für sich akquirierten und Indien als Juwel der Krone, als britische Kolonie wichtig war und deswegen mussten auch die ganzen Seewege und Häfen auf dem Weg dorthin unter britische Kontrolle gebracht werden. Und es ist so, dass wenn Großmächte an bestimmten Punkten sich in die Quere kommen, also ihre Interessensgebiete zu sehr überlappen oder vielleicht auch die gleichen sind, gibt es entweder Krieg oder man einigt sich und es gibt einen Dialog. Und hier gab es also den Konflikt zwischen dem britischen Empire und Russland um Afghanistan. Afghanistan wurde beansprucht von Russland, auch als Interessensgebiet. Und die Briten wollten den Einfluss auf Afghanistan, um ihr Imperium dort abzusichern. Es gab lange Zeit einen verdeckten Krieg darum. Man einigte sich mehr oder weniger kurz vor dem Beginn des Ersten Weltkrieges. Und das zeigte, es gibt also die Möglichkeit, diesen Krieg zu führen oder auch sich zu einigen als Großmächte, also imperialistische Mächte, Kolonialmächte. Aber der Krieg wird natürlich auf dem Gebiet ausgetragen, das man beansprucht, in dem Fall Afghanistan. Und darin hat sich ja 100 Jahre später auch nicht viel geändert. Der Erste Weltkrieg begann im Juli 2014.
Wir hatten als Akteure im Ersten Weltkrieg auf der einen Seite Großbritannien, Frankreich, Italien, das Russische Reich, aber nur bis zur Revolution 1917. Und die USA kamen dann noch dazu. Und auf der anderen Seite hatten wir an der Seite des damals schon zerfallenen Osmanischen Reiches das Deutsche Reich, Österreich, Ungarn und Bulgarien, die alle sich ihren Interessen entsprechend auf die eine oder andere Seite geschlagen haben. Und wir hatten nicht staatliche Akteure. Ende des 19. Jahrhunderts gab es eine Vielzahl von nationalen Bewegungen in der Region, Armenier, Kurden, Jungtürken. Also es war so eine Phase der nationalen Befreiung oder der nationalen Staatenbildung auch. Die wichtigsten aber waren auf der einen Seite die zionistische Nationalbewegung und die arabische Unabhängigkeitsbewegung, die im Ersten Weltkrieg auch eine Rolle spielten. Die Zionisten 1887 in Basel auf dem ersten Zionistenkongress haben sie schon gesagt, wir wollen einen jüdischen Staat in Palästina. Und sie suchten seitdem dafür nach Unterstützung bei den europäischen Kolonialmächten. Und kurz vor Ausbruch des Ersten Weltkrieges der Zionistenkongress in Paris, hier so ein Zitat von Chaim Weizmann, der Zionismus benutzt das Judentum politisch als politische Bewegung. Dass es eben einen Ort auf Gottes weiter Welt geben solle, wo sie nach ihrer Art leben und sich verwirklichen können und ihren Beitrag zur Zivilisation leisten können. Und die jüdische Geschichte sei eng verknüpft mit Israel. Also eine ganz klare Ausrichtung auf Palästina, wo es natürlich jüdische Bevölkerung gab, wie im ganzen arabischen Raum, auch im Osmanischen Reich, auch in Nordafrika. Aber die zionistische Nationalbewegung war eine Bewegung, die eigentlich aus Europa stammte und nicht aus der Region. Und wir hatten auf der anderen Seite nochmal ein Beispiel, Prinz Faisal, der als der Führer der arabischen Nationalbewegung galt. Und später waren beide auf dem Pariser Friedenskongress nach dem Ersten Weltkrieg. Warum spielten die so eine Rolle? Weil die Briten sie brauchten. Und die Briten haben 1915 schon das erste falsche Versprechen gegenüber der arabischen Nationalbewegung gegeben. Sie haben gesagt, wenn ihr mit uns kämpft gegen das Osmanische Reich und die Deutschen, dann werden wir euch in Zukunft halt unterstützen in eurem Kampf, in eurer Umsetzung eines unabhängigen Staates. Wenn es die Lage erfordert, wird Großbritannien die Araber unterstützen. So das Versprechen, das ihnen gegeben wurde, nur damit sie mit ihnen kämpfen. Ein Jahr später einigten sich Frankreich und Großbritannien im Sykes-Picot-Abkommen darauf, wie sie die Beute sozusagen nach dem Ersten Weltkrieg verteilen wollten. Sykes und Picot waren britische und französische Diplomaten. Die haben einfach diese Linie gezogen vom Mittelmeer bis zur Grenze des Persischen Reiches. Und alles, was nördlich war, wurde französisches Einflussgebiet und was südlich war, britisches Interessensgebiet. Die Briten waren immer interessiert an großen Häfen, Basra am Persischen Golf oder Haifa am Mittelmeer. Übrigens auch Gaza spielte damals, auch während des Krieges, eine wichtige Rolle. Gaza lag auf dem Weg von Kairo nach Jerusalem und das war ja der Weg, den die Briten dann auch zogen. Und Gaza war während des Ersten Weltkrieges unter osmanischer Kontrolle. Auf dieser Karte dieses Gebiet sollte ein international kontrolliertes Gebiet werden zwischen Jerusalem und Haifa. Und natürlich war der Hintergrund die zionistische Nationalbewegung, die schon immer auf dieses Gebiet gezeigt hatte. Die heiligen Stätten von Jerusalem natürlich und die Mittelmeerhäfen. Aber weil sich die Franzosen und die Briten nicht einigen konnten, haben sie gesagt, wir werden eine internationale Kontrolle einrichten. Das ist etwas, was bis heute gemacht wird. Wenn sie sich nicht einigen können und keinen Krieg wollen, dann soll eine internationale Kontrolle her. Das war also das Sykes-Picot-Abkommen 1916. Und ein Jahr später kam die Balfour-Erklärung vom britischen Außenminister im Namen der Krone, dass man der zionistischen Nationalbewegung Unterstützung zusagt bei der Gründung einer jüdischen Heimstatt in Palästina. Unter der Voraussetzung, dass die ethnischen und religiösen Gruppen, die dort schon lebten, nicht ihrer Rechte beraubt wurden. Also innerhalb von 3 Jahren haben die Briten an 3 verschiedene Akteure dieses Krieges Land verteilt, was ihnen überhaupt nicht gehörte. Das ist Imperialismus und das ist Kolonialismus.
also Land zu verteilen, was ihnen überhaupt nicht gehört. Da waren die Briten schon sehr groß drin. Bei der Pariser Friedenskonferenz, die Briten, die Italiener, die Franzosen und Wilson, der US-amerikanische Präsident damals, er hat gesagt, wir sollten die Leute fragen, die dort leben, was sie eigentlich für eine staatliche Verfasstheit haben wollen. Die Amerikaner wussten nichts von diesem Sykes-Picot-Plan. Die Franzosen und die Briten waren nicht erfreut von dem Vorschlag der Amerikaner, dass man da eine Befragung durchführen wollte in den betroffenen Gebieten. Aber diese Befragung kam zustande, die sogenannte King Crane Commission fuhr also knapp 2-3 Monate durch das Gebiet Jerusalem, Sweida, Aleppo, Beirut, Damaskus und empfing Delegationen der Bevölkerung, die ihnen auf einem Zettel ihre Vorstellungen unterbreitet haben. Es waren fast 2000 Delegationen, Stammesvertreter, religiöse Vertreter der verschiedensten Religionen. Und dieser Bericht sollte auf der Pariser Friedenskonferenz behandelt werden, als Grundlage dafür, wie man dieses Gebiet aufteilen wollte. Das war die Vorstellung von Woodrow Wilson. Dieser Bericht wurde sehr stark diffamiert. Es wurde massiv gegen diese Kommission gehetzt in den Medien und sie verschwand dann auch von der Tagesordnung. Aber wenn das umgesetzt worden wäre, was die Leute da gewünscht haben, dann hätte die Landkarte ungefähr so ausgesehen. Und zwar einen Staat Syrien und Palästina nicht getrennt, einen Staat Mesopotamien, einen Staat Kurdistan und einen Staat Armenien, in Erinnerung daran, dass die Armenier ja im Osmanischen Reich massiv verfolgt und massakriert worden sind. Ein Restgebiet vom Osmanischen Reich, was der Türkei zugesprochen werden sollte. Und es gab kein international kontrolliertes Gebiet um Jerusalem oder Haifa. Denn die Leute haben in der großen Mehrheit, also weit über 70%, haben die Bildung eines jüdischen Staates in Palästina abgelehnt. Einschließlich der Juden, die da gelebt haben. Das Einzige, was unter internationale Kontrolle gestellt werden sollte, war der Bosporus und der Zugang zum Schwarzen Meer vom Mittelmeer, weil die Meerenge natürlich international zur Verfügung stehen müssen für den Handel. Und es gab für den Libanon so eine Art halbautonomen Status. Das waren vor allen Dingen die christlichen Maroniten vom Berg Libanon, die das für sich beansprucht haben. Also ziemlich anders als das, was dann tatsächlich beschlossen wurde und umgesetzt wurde, denn das Ergebnis der King-Crane-Kommission verschwand und die Kolonial- und Siegermächte des Ersten Weltkrieges setzten sich durch mit der Teilung, nicht nur die Zweiteilung, sondern die Gebiete wurden jeweils untereinander nochmal aufgeteilt. Also Frankreich und Großbritannien bekamen ein Mandat als Mandatsmächte für die jeweiligen Gebiete. Und es wurden dann Syrien, Libanon, neue Staaten gegründet, Jordanien, Irak und das Gebiet um Haifa und Jerusalem, was unter internationale Kontrolle gestellt werden sollte. Und ein Kommentar war damals von einem britischen Offizier, der gesagt hat, es ist ein Frieden, der jeden Frieden beendet. Und auch viele Journalisten haben damals gesehen, wenn das Gebiet so aufgeteilt wird, dann werden die Menschen, die sich dagegen ja ausgesprochen haben, auch eines Tages dagegen erheben. Und die Franzosen haben Syrien und Libanon weiter aufgeteilt, die ethnischen Zugehörigkeiten, die Aleuten oder die Drusen, oder auch religiös sollten einzelne Entitäten bilden, aber in Syrien gab es unter Führung auch der Drusen einen Aufstand. Die Aleuiten haben Aufstand gemacht gegen die Franzosen, die Drusen haben Aufstand gemacht und sie haben dann hinterher gemeinsam auch gegen die Franzosen gekämpft, die aber auch dort bombardiert haben. Also das muss man auch mal aus der Erinnerung wieder hervorholen, was damals auch schon den Menschen angetan wurde von den Franzosen oder den Briten. Und die Briten haben das Gebiet Palästina weiter aufgeteilt. Sie haben Transjordanien östlich des Jordanflusses abgetrennt und haben dafür die Haschemiten ein Königreich fabriziert, kann man sagen. Und was übrig blieb, westlich des Jordanflusses, sollte das britische Mandatsgebiet Palästina. Und dort begannen Aufstände, nicht nur gegen die Briten, sondern auch gegen die massive Zuwanderung von Juden aus Europa. Diese Zuwanderung hatte angefangen bereits Ende des 19. Jahrhunderts. War auch gezielte Zuwanderung von den Zionisten her, die das Land besiedeln wollten.
Aber dann zwischen dem Ersten und Zweiten Weltkrieg war es auch politische Unterdrückung in Europa, vor allen Dingen in Deutschland, aber auch in Polen, wo die Juden dann eine Möglichkeit sahen, eine neue Heimstatt zu finden, so wie die Zionisten es versprochen hatten. Aber viele gingen damals auch ganz woanders hin, in die USA oder nach Südamerika. Es gab einen Aufstand in den 30er Jahren, vor allen Dingen der arabischen Bevölkerung, gegen diese Zuwanderung. Und wir sehen an diesem Bild, auf welcher Seite die Briten waren, die ja eigentlich sowohl also den Arabern als auch der zionistischen Bewegung ihr Land versprochen hatten. Aber hier sieht man, wie ein britischer Soldat palästinensische Gefangene bewacht. Und auf der anderen Seite gab es ganz starke Demonstrationen, vor allen Dingen in den Städten. Die Juden, die kamen in der damaligen Zeit, waren vor allen Dingen städtische Bevölkerung, keine ländliche Bevölkerung. Und es gab einen Konflikt zwischen der arabischen Bevölkerung und der von den Zionisten gesteuerten Zuwanderung. Sodass die Briten nicht wussten, wie es weitergehen sollte. Und sie machten den Vorschlag, das Land zu teilen, dieses kleine Stückchen. Was übrig geblieben war von diesem großen Gebiet, sollte also nochmal unterteilt werden in einen jüdischen Staat und in einen arabischen Staat. Das sollte der jüdische Staat werden, von einschließlich Jerusalem, Jaffa und Oben Haifa bis hin zur libanesischen Grenze. Und das palästinensische oder arabische Gebiet sollte im Süden sein. Damals übrigens, diese Peace-Kommission hat das 1937 schon entwickelt, wurde abgelehnt von beiden Seiten. Dann haben die Briten das nach dem Zweiten Weltkrieg an die UNO abgegeben und haben also diesen Konflikt um das Land an die UNO gegeben, neu gegründet nach dem Zweiten Weltkrieg. Und der Teilungsplan der UNO ist eigentlich ein Rezept für Streit. Wie sollen hier einmal ein arabischer Staat, überhaupt nicht zusammenhängend im Wesentlichen, und ein jüdischer Staat auch im Wesentlichen nicht zusammenhängend? Man fragt sich, was sollte damit bezweckt werden? Und die arabischen Länder, die in der UNO damals schon vertreten waren, haben das allesamt abgelehnt. Die Zionisten haben es auch abgelehnt. Es begann mit dem Teilungsplan die Verfolgung und Vertreibung und Ermordung von der palästinensischen Bevölkerung durch zionistische Milizen. Die Palästinenser sprechen von der Nakba, die Katastrophe. Und die Folge war, dass für die Palästinenser fortan 700.000, 750.000 wurden damals vertrieben, zwischen 47 und 48. Die Zukunft für die Palästinenser begann als Flüchtling. Und ihr Leben war in Flüchtlingslagern. 48 im Mai haben die Briten Palästina verlassen und am nächsten Tag wurde der Staat Israel gegründet. Und es begann ein Krieg, denn Jordanien, Syrien und die Ägypter haben das nicht akzeptiert. Es war auch klar, dass sie gegen diese Staatsgründung vorgehen werden. Aber das Ergebnis war, dass die Zionisten mit ihren Milizen, die auf jeden Fall besser ausgerüstet und auch gut trainiert waren, teilweise in der französischen, teilweise in der britischen Armee vorher waren, haben 78% des gesamten Gebietes für sich erobert. 78% des gesamten Territoriums, das im UN-Teilungsplan für zwei Staaten vorgesehen war. Also wir haben 47 den Teilungsplan, die Waffenstillstandsgrenze, wo wir sehen, dass sie bis Jerusalem vorrückten, aber nur den westlichen Teil. In Ost-Jerusalem haben die jordanischen Truppen die Stellung gehalten, sodass später so Ost-Jerusalem als arabische Stadt erstmal erhalten blieb. Aber wir sehen, dass im Wesentlichen das Grundgebiet, was übrig geblieben war, war ja praktisch noch nicht mal 25%, nicht mal ein Viertel von dem ursprünglichen Palästina. Also die Ergebnisse danach waren weitere Flucht- und Vertreibungszeiten, weitere Kriege, 67, 73. Und mit jedem dieser Kriege kamen auch noch mehr Flüchtlinge dazu. Wir sehen die palästinensischen Flüchtlinge hier, das ist eine Karte vom Atlas der Globalisierung, eigentlich in ihrem eigenen Land immer herumgelaufen sind, um neue Flüchtlingslager oder ein neues Heim, eine neue Stätte zu finden, wo sie bleiben konnten. In Gaza haben wir, ich glaube, 9 Flüchtlingslager, die von der UNRWA betreut werden. Und im Westjordanland haben wir, glaube ich, 24 oder noch mehr Flüchtlingslager. Das heißt, die Menschen sind eigentlich auf ihrem Boden geblieben, aber sie leben in Lagern. Und das Leben in Lagern, das kann man eigentlich überhaupt sich nicht vorstellen. Jenin beispielsweise im Westjordanland,
auf einem Quadratkilometer 12.000 Menschen. Da leben viele Jugendliche, die da noch nie rausgekommen sind. Das Gleiche für den Gazastreifen, wo Jugendliche leben, die da nie rausgekommen sind. Seit 1947, 1948 haben wir eine lange Liste von Kriegen und Krisen in der Region, in die Israel immer in der einen oder anderen Weise mit involviert war. Das ist eine unvollständige Liste, die auch darauf hinweist, dass die Auseinandersetzung nicht mit dem 7. Oktober angefangen hat. Die Palästinenser sind immer weiter unter Druck gesetzt worden und haben immer wieder versucht, ihr Land zu behaupten. Aber es geht um was anderes. Es geht natürlich um die Palästinenser, aber es geht um das Land insgesamt. Die Kontrolle dieses Gebietes insgesamt, das müssen wir uns einfach klar machen, dass die Vertreibung und die Vernichtung der palästinensischen Bevölkerung etwas zu tun hat mit anderen Interessen, als nur das, was Israel da für sich beansprucht. Israel übernimmt sozusagen eine Rolle für größere Interessen. Ich will das versuchen auszuführen, dass die Menschen in der Region in Flüchtlingslagern leben, wie hier in Gaza, 48 eines der ersten Flüchtlingslager. Das ist natürlich die Bevölkerung auf der einen Seite, die diesen Interessen und diesen Kämpfen ausgesetzt ist. Wir sehen hier diese Karte, das ist das Gebiet der Palästinenser. Wo wollen sie eine Zwei-Staaten-Lösung machen? Im September letzten Jahres, also vor dem 7. Oktober, war Netanjahu auf der Generalversammlung der Vereinten Nationen und hat diese Karte hochgehalten und hat dabei erklärt, wie vorteilhaft es für die gesamte Region des Mittleren Ostens sein wird, wenn Israel seine politischen Beziehungen mit Saudi-Arabien normalisiert. Er hat hier gezeigt, dass sie eigentlich ja Nachbarn sind mit Saudi-Arabien und hat diese Karte hochgehalten. Und ich glaube, viele der westlichen Journalisten haben gar nicht genau die Brisanz erkannt. Aber die Araber haben natürlich sofort gesehen, da gab es kein Palästina mehr. Da ging eine rote Lampe an. Aber es war nur eine zusätzliche, ja auch Beleidigung gegenüber den Palästinensern, die permanent in den letzten Jahren von Rechtsextremen und Siedlern drangsaliert werden. Hier zum Beispiel vor der Al-Aqsa-Moschee. Aber ein ganz besonders übles Ereignis ist der Flaggentag, an dem die Eroberung von West-Jerusalem gefeiert wird, 67. Da ziehen vor allen Dingen junge Leute mit israelischen Fahnen durch die arabische Altstadt von Jerusalem und beschimpfen die Menschen, die dort leben. Tod den Arabern, eure Dörfer sollen brennen und schlimmer. Und sie werden geschützt von der israelischen Polizei. Also eine permanente Erniedrigung, und zwar von der jungen Generation. Hier haben wir ein Foto von Jenin, Anfang letzten Jahres, die permanenten Razzien. Ich will an diesem Punkt nur noch mal erinnern an die Kollegin Shirin Abu Akleh, die ja aus Jenin berichtet hat und dort von einem Scharfschützen der israelischen Armee aus Versehen erschossen wurde. Und hier haben wir von der OCHA, von der UN-Organisation für Nothilfe, eine Darstellung des Gazastreifens. Abgeriegelt zu See und zu Land und komplett überwacht aus der Luft. Telefone werden abgehört, da fliegen Drohnen drüber, die auch Gesichtserkennung machen über die Menschen. Also ein Netz von Überwachung und Beobachtung spannte sich um den Gazastreifen. Und es hieß ja immer, es sei das größte Freiluftgefängnis der Welt. Aber was das konkret bedeutet für die Menschen, haben wir nicht wirklich verstanden und vor allen Dingen nicht dagegen protestiert. Politiker haben schon darüber gesprochen, wenn sie das mal besucht haben. Aber weder die UNO noch der Sicherheitsrat, also die Generalversammlung schon, aber der Sicherheitsrat nicht, oder die Europäische Union oder die Bundesregierung, höchstens mal protestiert gegen Umstände, unter denen die Menschen dort leben mussten. Hier haben wir von der Organisation Euromed Monitor, das ist eine Menschenrechtsorganisation in Genf, einen Bericht, eine Generation unter Blockade von 2007 bis 2023. Wenn man das gelesen hat, und das sollten Politiker ja eigentlich lesen, wenn sie da Außenpolitik machen, wie zum Beispiel Frau Baerbock, dann kann man das auch nachvollziehen, was da eigentlich passiert.
welche Entwürdigung und Entmündigung und Beleidigung von einer Bevölkerung, die ja schließlich auf ihrem eigenen Land ist. Insofern ist es die Frage, vor der die Palästinenser immer wieder standen, eine politische Veränderung, wie kann sie gehen? Immer wieder gab es Widerstandsaktionen, aber weder das eine noch das andere hat letztendlich dazu geführt, dass sie ihr Land zurückbekommen haben. Das hat mit der Geopolitik zu tun. Das Land wird gebraucht. Nicht von den Menschen, die da geboren wurden oder die da das Land früher bewirtschaftet haben. Es gab ja, anders als Israel es sagt, es war ja keine Wüste, die da war, sondern es war ja bearbeitetes Land, Agrarland. Da gab es eine Zivilisation, da gab es Universitäten, die Palästinenser hatten eine Fluglinie und eine Eisenbahn. Also es gab Zivilisation in diesem ganzen Gebiet vor dem Ersten Weltkrieg. Und es gab keine Grenzen. Sie kamen alle miteinander in Berührung und entsprechend sind die Bevölkerungen im Irak oder in Syrien oder auch im Libanon, haben auch immer Wurzeln in Palästina. Aber dieses Gebiet ist von großem strategischen Interesse und es ist nicht mehr nur dieses kleine Gebiet des Mittleren Ostens heute. Man will mehr, man will einen großen Mittleren Osten. Das klassische Gebiet vom Mittleren Osten, die arabische Halbinsel mit dem Persischen Golf, dem Arabischen Meer, dem Roten Meer und dem Suezkanal. Aber heute geht es um das Gebiet von Zentralasien bis nach Westafrika. Und dieses Gebiet ist das Gebiet, um das es den Großmächten heute geht. Die Akteure sind heute auf der einen Seite Großbritannien, wie damals auch im Ersten Weltkrieg die USA, die EU und die NATO. Und auf der anderen Seite haben wir China, wir haben Russland und Organisationen von ihnen, die Shanghai-Kooperation für Koordination für Kooperation und die BRICS-Staaten. Brasilien, Russland, Indien, China, Südafrika. Das sind heute die globalen Akteure, die sich in der Region des Nahen und Mittleren Ostens gegenüberstehen. Nicht nur da, aber das ist das Gebiet, um das es heute geht. Und noch während des Zweiten Weltkrieges hat sich der damalige US-Präsident Roosevelt darum gekümmert, dass er wollte, dass Saudi-Arabien Israel als einen Staat anerkennt. Israel sollte in der arabischen Welt, die immer klar gemacht hat, dass sie diesen Staat da nicht haben will, sollte dort akzeptiert werden als eine Basis des Westens. Und bei dieser Begegnung, da hat der saudische König ganz klar gesagt, das ist nicht unsere Aufgabe, hier die Menschen zu versorgen, die in Europa verfolgt worden sind und getötet worden sind, sondern dafür sind verantwortlich diejenigen, die das gemacht haben. Die deutsche Regierung sagt ja, wir nehmen die Verantwortung wahr für den Holocaust und die Verfolgung der Juden im Zweiten Weltkrieg und gibt das Geld an Israel. Und mit diesem Geld arbeitet Israel gegen die Palästinenser, die nichts mit dem Holocaust zu tun haben. Wir können an solchen Mosaiksteinen, wenn wir sie zusammenfügen, können wir sehen, dass es um übergeordnete internationale Interessen geht in der Region. Die Amerikaner als sogenannte Weltmacht Nummer 1 will die Kontrolle über das Meer, damit sie den Handel beherrscht. Und wer über den Handel herrscht, herrscht über die Reichtümer der Welt und damit über die Welt selber. Das ist von einem Kongressabgeordneten aus dem 19. Jahrhundert, aber wenn man sich die Politik heute anguckt, ist sie noch genauso. Und hier haben wir eine unvollständige Liste von US-amerikanischen Stützpunkten in der Region. Im Osten die Straße von Hormuz, im Süden Bab al-Mandab zwischen Jemen und Djibouti und dann durchs Rote Meer und den Suezkanal nach Europa. Das ist eine der wichtigsten Handelslinien heute weltweit von Asien nach Europa. Und die ganzen Militärstützpunkte und die ganzen militärischen Missionen, die dort in der Region unterwegs sind, zeigen, dass der Westen, Europa, die USA, die NATO, dieses Gebiet für sich beansprucht. Hier haben wir die Europäische Union als einen imperialistischen Partner an der Seite der Amerikaner. Sie hat um das Gebiet einen Ring gezogen und nennt das Nachbarschaftspolitik. Von Belarus über Ukraine, Moldawien, Georgien, Aserbaidschan, dann die Länder der Levante,
Syrien bis Jordanien und dann alle Länder entlang des südlichen Mittelmeers von Ägypten bis Marokko. Das ist das Gebiet, was die Europäische Union als ihr Interessensgebiet markiert. Und hier will sie kontrollieren. Sie nennt das Nachbarschaftspolitik. Aber tatsächlich ist die Europäische Union heute so eng mit der NATO verknüpft, dass man sie manchmal gar nicht mehr richtig auseinanderhalten kann. Das sollte man auch bedenken, wenn es jetzt um die Wahlen zum Europaparlament geht, wo man sich fragt, wer macht eigentlich die Politik in Brüssel? Die Kommission hat dieses Projekt aufgelegt. Also es ist ein ganz klares imperialistisches Projekt, ein Wirtschaftsprojekt, weltumspannend. Global Gateway Initiative, um Projekte in aller Welt zu bilden, mit der man bestimmte Länder in Afrika, in Asien, auch in Lateinamerika an Europa bindet. Man sieht, dass es darum geht, dass die Länder sich einer bestimmten Wertekonstellation unterordnen müssen und dann können sie von der EU auch Geld bekommen für ihre Projekte. Und wir sehen auch, und das ist auch besonders wichtig angesichts des Krieges in der Ukraine, will die Europäische Union Zugriff haben auch auf die Gasvorkommen im Mittelmeer. Vor dem Gazastreifen gibt es ein großes Gasfeld, was natürlich die Palästinenser nicht ausbeuten können und nicht entwickeln können, weil sie dafür keine Möglichkeiten haben. Aber der Westen, der deutsche Wirtschaftsminister, war schon in Israel und hat schon über diese Förderung des Gases dort gesprochen. Israel hat ja auch vor seiner Küste Gasfelder. Wir haben also die Amerikaner und die EU auf der einen Seite als Akteure, um Einfluss in dem Gebiet zu bekommen. Und auf der anderen Seite haben wir China. Ende 2022 gab es einen Besuch des chinesischen Präsidenten in Saudi-Arabien, um die Beziehungen zu festigen. Eine strategische Partnerschaft wurde verabredet. Und der Hintergrund ist natürlich auch dieses Projekt, auch ein Projekt der Transportwege, das neue Seidenstraßenprojekt. Es hat das gleiche Ziel, nämlich die Verknüpfung und Verbindung von Handelswegen. Aber die Chinesen haben eine andere Herangehensweise. Sie haben seit 2013 mehr als 60 Länder zusammengebracht in dieser Initiative und fördern damit auch binationale und regionale Handelsbeziehungen von den Ländern, die daran beteiligt sind. Dieses Projekt der Seidenstraße steht in ganz klarem Widerspruch zu dem, was die Europäische Union will. Diese Global Gateway Initiative. Sie will das kontrollieren. Was der chinesische Präsident, was ihn auszeichnet, ist, dass die Chinesen gucken, wie können sie in dieser Region Einfluss nehmen. Und sie sehen die Konflikte, die es da gibt. Und sie sehen, dass der Konflikt um Palästina ein Kernkonflikt ist. Die tiefe Wunde in der Region ist der Konflikt um Palästina. Dass die Palästinenser ihres Landes beraubt werden. Und insofern die Position, es ist nicht möglich, diese historische Ungerechtigkeit weiter zuzulassen, bedeutet, dass man versucht, von China aus die Länder der Region zueinander zu bringen, also Konflikte zu entschärfen. Und das ist erst ein Jahr her, als der chinesische Außenminister Saudi-Arabien und den Iran zusammengebracht hat, dass sie eine Vereinbarung treffen, miteinander zu kooperieren und die diplomatischen Beziehungen wieder aufzunehmen. Das heißt, dass China eine Führungsrolle in der Region dadurch übernommen hat, dass China die Länder zueinander bringt, nicht sie gegeneinander ausspielt. Kooperation steht im Vordergrund. Und hier sehen wir den Einfluss von Iran und Saudi-Arabien in der Region. Man dachte im vergangenen Jahr, dass viele Konflikte sich lösen könnten. Der Krieg im Jemen, die Situation in Syrien, auch die permanente Auseinandersetzung im Libanon. Wenn Saudi-Arabien und Iran kooperieren, dass sich die Situation insgesamt beruhigt. Ein großer Gefangenenaustausch in Jemen war ein gutes Zeichen. Es gab einen Waffenstillstand, der wurde verlängert. Der siebenjährige Krieg hatte natürlich das Land, was ohnehin schon völlig am Boden liegt und als Armenhaus der arabischen Welt gilt, sehr, sehr belastet. Und wenn man einen Konflikt lösen will, dann braucht man einen Waffenstillstand und man braucht den Gefangenenaustausch. Und dann braucht man Verhandlungen, wo auch die Interessen alle auf den Tisch kommen. Das war damals ein Schritt nach vorne und Syrien wurde wieder in die Arabische Liga aufgenommen. Das war auch ein Zeichen, dass man untereinander wieder mehr kooperieren will.
Und Mahmoud Abbas von der Autonomiebehörde wurde eingeladen nach Peking. Auch ihm wurde eine strategische Partnerschaft versprochen, was natürlich angesichts eines nicht vorhandenen Staates Palästina sehr schwierig ist. Aber es war mehr so dieses Zeichen, China will sich für eine Lösung dort einsetzen. Und dann hatten wir im vergangenen Jahr das Außenministertreffen der BRICS-Staaten, wo drei sehr wichtige Außenminister teilgenommen haben, von Saudi-Arabien, von der Arabischen Emirate, vom Iran. Und die hatten einen Antrag gestellt auf Mitgliedschaft in BRICS und sie wurden alle mit Beginn dieses Jahres aufgenommen, zusätzlich zu Ägypten. Und das bedeutet, dass diese Region durch die Aufnahme von diesen Staaten weiter zusammenrückt, also mit ihren Interessen. Zum Beispiel alles, was um das Rote Meer herum ist und den Persischen Golf, also Saudi-Arabien auf der einen Seite des Persischen Golfs, Iran auf der anderen Seite des Persischen Golfs. Wenn sie kooperieren bei BRICS, dann stehen ihre Interessen im Vordergrund und nicht der Konflikt oder der Krieg, den sie vielleicht stellvertretend, vor allen Dingen Saudi-Arabien stellvertretend für die USA vielleicht austragen soll. Die regionalen Akteure, wir haben über Israel schon etwas gesprochen. Wir haben Iran, Libanon, Syrien, Irak, die sind sehr belastet durch die Sanktionen von der Europäischen Union und den USA. Die USA haben jetzt gerade die Sanktionen gegen Syrien nochmal verlängert. Das heißt, jeder, der mit Syrien Handel treiben will oder Kontakt aufnehmen will im Bereich von Handel und Wiederaufbau, wird selber mit Sanktionen betroffen. Auch der Iran ist ja ganz massiv von Sanktionen betroffen. Also das ist auch nicht nur die arabische Halbinsel, sondern das betrifft auch asiatische Länder, wie zum Beispiel Pakistan, die eine Vereinbarung mit dem Iran haben über eine Ölpipeline. Wir haben die Türkei, die nicht so genau weiß, in welche Richtung sie sich jetzt wenden soll. Hängt natürlich auch von Erdogan ab. Aber natürlich ist die Türkei ein NATO-Staat und die Bündnisse sind in erster Linie eben in der Richtung. Wir haben die arabischen Golfstaaten, die zwar, also wie die Emirate und Saudi-Arabien, zwar Mitglied bei BRICS werden, aber das heißt noch lange nicht, dass sie in jedem Punkt übereinstimmen. Man kann eigentlich feststellen, dass die arabischen Golfstaaten keine gemeinsame Politik haben. Wenn sie eine gemeinsame Politik hätten, zum Beispiel jetzt in Bezug auf Gaza, dann hätten sie das Öl abgestellt zum Beispiel. Oder sie hätten Überflugrechte gestoppt für bestimmte Airlines. Die arabischen Golfstaaten wollen den Kontakt sowohl zum Westen als auch zum Osten. Und das ist natürlich eine Gratwanderung. Und das macht sie auch unzuverlässig. Jordanien und Ägypten sind absolut abhängig von den USA. Beide Staaten haben einen Friedensvertrag mit Israel abgeschlossen. Und deswegen ist es auch kein Wunder, dass Jordanien sich jetzt an dieser Abwehr der Drohnen aus dem Iran beteiligt hat. Jordanien ist eigentlich wie eine Militärbasis. Die sind komplett abhängig von den USA und von Großbritannien. Interessant sind die Länder wie Oman und Katar, zwei kleine Emirate. Katar ist sehr reich und hat eine Vermittlerfunktion, die sie versuchen auch auszuspielen, dadurch, dass sie zu Organisationen Kontakte halten, die hier im Westen als Terrororganisationen gelistet sind. Taliban, Nusra-Front in Syrien oder die Hamas. Und wenn es einen Konflikt gibt, dann braucht man Katar, um einen Kontakt zu denen herzustellen. Und der Oman ist traditionell ein Staat, der immer schon seit langem vermittelt zwischen Iran und dem Westen. Aber das wirkt sich wenig aus auf die konkrete Situation in den Krisen- und Kriegsgebieten, wo die lokalen Akteure eine sehr viel größere Rolle spielen, aber nicht wirkliche Macht haben. Wir haben die Palästinenser zerstritten, PLO auf der einen Seite, die Autonomiebehörde, die Hamas und 12 weitere Organisationen. Sehr schwierig für sie, einen gemeinsamen Weg zu finden, weil es auch immer wieder Interventionen gibt von außen, von der EU zum Beispiel, die finanziert die Autonomiebehörde und sagt, wenn die Hamas Mitglied werden sollte in der PLO, dann werden wir kein Geld mehr geben. Jemen, die Houthi-Bewegung, ist die große Überraschung in diesem Gaza-Krieg, die mit der Forderung nach einem sofortigen Waffenstillstand Schiffe mit israelischen und amerikanischen Interessen im Roten Meer angreift. Wir haben den Irak mit einer vielfältigen islamischen Bewegung, die sich vor allen Dingen gegen die Militärbasen der Amerikaner richten.
Und wir haben im Libanon die Hisbollah als sicherlich die stärkste militärische Kraft in der Region, die jetzt in diesem Vorgehen gegen Israel übrigens Verbündete hat, bei der Amal, aber auch bei anderen Parteien im Libanon, weil einfach die Position ganz klar ist, gemeinsam gegen Israel aufzutreten. Diese ganzen Länder und Menschen und Bewegungen haben ihre Erfahrungen aus Krisen und Kriegen und den Folgen der US-geführten Kriege gegen den Terror der letzten fast jetzt schon 25 Jahre. Das vergessen wir. Was diese Kriege gegen den Terror in der gesamten Region ausgelöst haben, welche Folgen sie hinterlassen haben und wie sich der Alltag für die Menschen dort darstellt. Und auch für die politischen Akteure. Fluchtbewegungen, 37 Millionen Menschen zwischen Afghanistan und Libyen bis hin nach Somalia, das sind alles Schauplätze dieses Krieges gegen den Terror. Man muss sich auch mal überlegen, politische Parteien und Organisationen, die eine andere Ausrichtung haben und andere Vorstellungen haben für ihr Land, für ihr Gebiet, wo sie herkommen, werden vom Westen als Terrororganisationen gelistet. Und was bedeutet es, wenn die Menschen in Flüchtlingslagern leben? Das hier ist ein Riesenflüchtlingslager in Satari in Jordanien, übrigens von Deutschen gebaut und von Deutschen kontrolliert, mit einem schönen Stacheldrahtzaun, mitten in der Wüste. Da gibt es keinen Tropfen Wasser in diesem Gebiet. Das Wasser muss von weit her dahin gekarrt werden, um die Menschen dort zu versorgen. Wir haben die Folgen der Kriege im Irak. Das hier ist ein Bild vom Kinderfriedhof in Basra, was wir gemacht haben. Wir haben ja einen Film da gemacht über die Folgen der abgereicherten Uranmunition. Die hohe Kindersterblichkeit aufgrund dieser abgereicherten Uranmunition und die Folgen auch bei Neugeborenen mit Fehlbildungen. Alles Dinge, die man vergisst hier. Aber das macht alles den Alltag der Menschen dort aus. Und diese Waffen kommen von hier, aus dem Westen, von der NATO. Und diese Waffen, Uranmunition, wird auch in Gaza eingesetzt. Und Waffen wie weißer Phosphor wird in Gaza und im Libanon eingesetzt. Folter, das ist ein Foto von Abu Ghraib. Nach 20 Jahren hat es jetzt in der vergangenen Woche das erste Mal einen Prozess in den USA dazu gegeben. Das ist etwas, was sich natürlich in den Familien der betroffenen Menschen tief eingräbt. Über Generationen hin. Collateral Damage, Collateral Murder. Wie viele Menschen werden einfach so niedergemäht hier? Das ist eine Aufnahme aus einem US-Hubschrauber. Juli 2007 wurde später von WikiLeaks ja veröffentlicht. Aber es gibt auch eine Folge dieser ganzen Kriege, die nicht so sichtbar wird, wie zum Beispiel dieses Dorf in Jebel Hos bei Aleppo im Norden Syriens. Da leben die Menschen sehr ärmlich und sie haben kaum Wasser. Kinder, die hier auf dem Foto sind, gehen in eine Schule, die ist 40 Kilometer entfernt, wo sie bei Verwandten wohnen. Und es gibt keinen Strom. Warum gibt es keinen Strom? Weil die Strommasten zerstört wurden im Krieg. Und Syrien kann keine Ersatzteile kaufen, weil das durch die Sanktionen verhindert wird. Aber es gibt hier Frauen, die in einem Stickereiprojekt vor dem Krieg gearbeitet haben und ganz besonders tolle Stickereien machen. Man nennt das Nadelmalerei. Wie können sie arbeiten, wenn sie keinen Strom haben? Vielleicht eine Stunde am Tag oder zwei Stunden am Tag. Sie laden ihr Handy auf und sie arbeiten bei Handylicht. Diese Stickerinnen haben sich wiedergefunden und sie haben die Arbeit wieder aufgenommen. Und das ist, was sie sticken. Diese Augenzeugenberichte von Stickerinnen, die nicht lesen und nicht schreiben können, sie haben einfach gestickt, was ihnen passiert ist in ihren Dörfern. Und sie sticken das in wunderbaren Farben. Aber wir sehen, wie hier diese Dschihadisten mit ihren aufgesetzten Maschinengewehren in das Dorf reinfahren, die Häuser anstecken und die Männer versuchen, die Kinder in Sicherheit zu bringen. Für diese Bilder hat sich ein britisches Nationalmuseum gemeldet, um sie in ihre Sammlung aufzunehmen. Ist das nicht zynisch? Man hilft diesen Menschen nicht. Es werden weiter die Sanktionen aufrechterhalten, aber der Wert dieser Stickerei kann in ein Museum verfrachtet werden. Es gibt in den USA ein Institut, das Watson-Institut. Das hat diese Folgen der Kriege gegen den Terror seit über 20 Jahren dokumentiert. Und der Bericht, den sie im vergangenen Jahr veröffentlicht haben,
nennt sich Wie der Tod den Krieg überlebt. Und das ist der Alltag für die Menschen in Gaza sowieso, im Westjordanland, im Libanon, in Syrien, in all diesen Gebieten im Jemen, wo diese Kriege ihre Folgen und Spuren hinterlassen haben. Die Ökonomien, die Lebensgrundlagen sind zerstört, medizinische Einrichtungen sind zerstört. Es gibt eine unglaubliche Umweltverschmutzung durch die ganze Munition und durch das, was das Militär dort hinterlässt. Und Trauma und Gewalt spielt in vielen Familien und in der Gesellschaft eine Rolle. Diese Menschen und diese Länder werden an ihrer Entwicklung gehindert durch Kriege, die initiiert werden durch übergeordnete Interessen von ausländischen Akteuren und durch die Sanktionen, die eine andere Art von Krieg darstellen. Und dadurch, dass man diese Akteure politisch als Terroristen beschreibt. Deswegen denke ich, dass wir an dem Beispiel Palästina, an dem, was im Moment passiert in Gaza, sehen wir eigentlich wie im Spiegel das Gesicht unserer westlichen Welt. Zerstörung, Mord, Frauen und Kinder machen 2/3 der 34.000 Toten aus und Deutschland liefert noch immer Waffen. Ich glaube, es gibt sehr viel, was man da diskutieren muss. Wenn man sagt, wie ist Frieden für Palästina möglich? Frieden für Israel ist nur möglich, wenn es Frieden für Palästina gibt. Und zwar nicht nur für den Gazastreifen, sondern in der gesamten Region. Denn das, was im Gazastreifen geschieht oder im Westjordanland, ist sozusagen der Kern. Es muss aufhören, dass der Westen, die NATO, ihre Ansprüche über die Rechte der Bevölkerung erheben, die in einem Gebiet leben. Ich glaube, wir müssen uns mit der europäischen und westlichen und auch vielleicht mit der weißen Geschichte nochmal ganz anders auseinandersetzen, angesichts dessen, was da in Gaza geschieht. Jemand, der damit so beigetragen hat, dass vieles öffentlich geworden ist, ist Julian Assange. Ich erinnere an ihn auch, weil er ein Journalist ist und weil das, was er gemacht hat, dazu beigetragen hat, dass wir vieles heute wissen, was wir vorher nicht wussten. Und deswegen, Freiheit für ihn ist eine Voraussetzung auch für die Freiheit der Presse und das ist auch mit eine Grundlage dafür, dass man frei über solche Dinge diskutieren kann. Vielen Dank.